Direkt neben der Pfarrkirche St. Augustin in Ingolstadt befindet sich das dazugehörige Pfarrhaus. Hier wohnt Pfarrer Erich Schredl. Doch nicht nur er, auch Andrea Knipfer bewohnt ein paar Zimmer des Hauses, denn sie ist seine Pfarrhaushälterin. Als Andrea Knipfer 24 Jahre alt war, war ihre Anstellung im Haushalt von Pfarrer Schredl zunächst einmal ein Ausprobieren. Doch schnell merkte sie, dieser Beruf erfüllt sie. Dort ist ihr Platz. Zwar hätte sie natürlich auch eine eigene Familie gründen können, doch sie hat sich dagegen entschieden. Im Grunde habe ich auch Familie in dem Sinn. Also ich habe immer, oder wir haben immer Kinder und Jugendliche auch im Haus. Meine Nichten und Neffen, meine Neffen sind regelmäßig in den Ferien da. Also das ist ja nicht so, dass man dann abgeschottet ist von Kinder und Jugend und man hat halt keine eigene Familie, aber ich denke, dass man da schon reichlich Ersatz dafür findet und auch entschädigt wird. Für Andrea Knipfer fallen täglich unzählige Arbeiten an. Sie führt nicht nur den Haushalt von Pfarrer Schredl, kocht, wäscht, putzt, bewirtet Gäste oder arbeitet im Garten. Nein, sie hilft auch noch im Pfarrbüro mit. Dort ist sie viel eingebunden und sie ist auch froh darum. Also ich habe Bürokauffrau gelernt und bin jetzt hier, seit Januar mache ich die Buchhaltung, weil der Kirchenpfleger gewechselt hat, der macht das nicht mehr. Und zusätzlich bin ich im Münsterpfarrbüro, momentan aushilfsweise, die haben da Notstand und ich helfe da einfach mit, so gut ich kann. Auch das Kochen macht Andrea Knipfer viel Freude. Wenn Privatbesuche kommen, wenn Gäste im Pfarrhaus sind oder Veranstaltungen in der Pfarrei, dann kocht sie gern für alle. Ansonsten bereitet sie jeden Mittag das Essen für sich und den Pfarrer. Das ist auch der Moment am Tag, wo Pfarrer und Pfarrhaushälterin auf jeden Fall zusammentreffen. Andrea Knipfer ist die zweitjüngste der insgesamt 219 Pfarrhaushälterinnen der Diözese Eichstätt. Und sie zählt zu der Minderheit von 27 Frauen, die diesen Beruf in Vollzeit ausüben. Die meisten sind Rentnerinnen und viele arbeiten auch in Teilzeit. Denn viele Priester stellen stundenweise Haushaltshilfen ein. Andrea Knipfer dagegen ist an ihrem Arbeitsplatz zu Hause. Die 42-Jährige ist Pfarrhaushälterin aus Überzeugung. Mein Beruf bedeutet mir, dass ich zum einen sehr selbstständig arbeiten kann, mir die Zeit gut einteilen kann und auch in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Flexibel, vielseitig und viel mit Menschen zu tun habe. Das Schönste für mich ist, dass es nie ein gleicher Ablauf ist, sondern dass eigentlich jeder Tag anders ist, immer spontan auch was sein kann und jeder Tag eine Überraschung ist eigentlich. Pfarrhaushälterin. Es scheint, als ob es sich dabei um einen aussterbenden Beruf handelt. Zumindest im klassischen Sinn wird es diese Berufsgruppe zukünftig wohl immer seltener geben. Doch wie wichtig die Dienste der Pfarrhaushälterinnen für Priester und somit letztlich für die Kirche sind, das beweist unter anderem Andrea Knipfer.